Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es wieder einen Produkttest. Und zwar teste ich die M. Awesome Magic Finish Silk Sensation Compact Foundation. Wenn dich also interessiert, wie ich das Produkt finde, ob ich es gut finde, ob es funktioniert, dann bleib doch einfach dran. Ich habe bereits eine Review gemacht über die Foundation, die Serum Foundation von M. Awesome, und ich war durchweg zufrieden, wenn nicht begeistert. Ich war wirklich sehr zufrieden und ich habe mir gedacht, wenn das Produkt so gut ist, dann probierst du auch noch andere Produkte von M. Awesome aus seiner Make-up-Kollektion. Ja, also M. Awesome hat ja vor einigen Monaten eine große Auswahl an Make-up-Produkten herausgebracht und da habe ich mir das Magic Finish herausgesucht, die Silk Sensation Compact Foundation. Ich möchte euch jetzt kurz erklären, was M. Awesome über dieses Produkt sagt. Die seidige Compact Foundation aus dem Awesome Beauty Sortiment zaubert ein sensationelles Hautgefühl und einen weich gezeichneten sowie makellosen Ton mit natürlich mattem Finish. 4-in-1 Compact Foundation mit Hyaluron, Silk Touch, Cremetextur, Weichzeichneffekt und Pflege, zartes Hautgefühl dank Silk Touch Komplex, pflegende Beautyfilter-Wirkstoffe legen sich wie ein Weichzeichner auf die Haut und kaschieren kleine Makel, verschmilzen nahtlos mit der Haut und lässt sich optimal verblenden, optimale Deckkraft ohne Maskeneffekt, Miracle Spheres mit Soforteffekt entwickelt für die Unterfüllung von Falten und feinen Linien. Ich habe hier feine Linien und hier so ein bisschen und dann hier eine Zornesfalte und hier oben auch wie nennt man die Stirnfalten. Handliche Öle und Magnolienextrakt schenken der Haut wohltuende Pflege. Also Pflege ist auch noch mit drin. Die Foundation gibt es in 3 verschiedenen Farben. Einmal Soft Ivory, dafür habe ich mich entschieden. Dann Creamy Nude für etwas dunklere Hauttöne. Und dann True Beige für noch dunklere Hauttöne. Und der Preis wäre jetzt direkt bei M. Awesome auf der Homepage 22,95 € auf 2 Arten auftragen. Einmal für eine leichte Abdeckung mit dem Pinsel. Und einmal für eine stärkere Abdeckung mit so einem Beauty-Schwamm. Ich werde wieder beide Gesichtshälften teilen. Auf der einen Seite mit dem Pinsel auftragen und auf der anderen Seite mit dem Schwamm. Jetzt kommen hier die Anwendungstipps von Awesome direkt auf der Seite. Und zwar soll man eine Tagespflege entsprechend des Hauttyps wie gewohnt auftragen und einziehen lassen. Und dann kann man sich ein Tool aussuchen, also man kann die Foundation mit dem Pinsel auftragen für leichtere Abdeckung, mit einem Schwämmchen für stärkere Abdeckung oder mit den Fingern. Da gibt Awesome noch einen speziellen Tipp, und zwar soll man die Foundation gründlich einarbeiten und von innen nach außen einarbeiten und gut verblenden, damit keine Make-up-Ränder entstehen. Bei Bedarf wiederholen, bis gewünschte Deckkraft erreicht ist. Und falls gewünscht, hinterher noch mit losem Puder fixieren. Vorhänge zu ziehen. So, das ist besser. Ich versuche es mal mit einem anderen Pinsel, weil ich finde, die Foundation lässt sich ein bisschen streifig auftragen mit diesem Pinsel. Nehmen wir den hier von Essence, einen Buffer Brush. Ob das denn besser funktioniert? Strangers again, get, get, get.
just know things will never be the same. We're strangers again. We're strangers again. I thought we'd never fall. Could have tried much harder. All we have are scars. Said we'd get so high. Ich würde es jetzt nicht so lassen, sondern ich würde jetzt tatsächlich mit dem Schwämmchen hingehen und dann nochmal nacharbeiten, weil sich die Foundation einfach nicht vernünftig verteilen lässt, finde ich. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Vielleicht nochmal mit den Händen drüber gehen. Aber ich finde, die setzt, also die betont schon die Hautporen irgendwie. Also irgendwie kann ich die nicht richtig einarbeiten. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt zu viel Produkt genommen. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwämmchen drüber, weil so sieht das nicht schön aus. Dazu und dann gehe ich jetzt auf die andere Seite rüber und trage das Make-up nur mit dem Schwämmchen auf. Die Seite gefällt mir besser, weil sich das Make-up tatsächlich viel besser einarbeiten lässt. Es wird etwas feiner. Trotzdem setzt es sich immer noch in die Poren ab und in die trockenen Stellen. Und es deckt auch nicht so sonderlich. Laut Asam müsste man mit diesem Schwämmchen eine höhere Deckkraft erreichen. Ich gehe noch mal drüber. Mit einer zweiten Schicht. Ja, also auch die zweite Seite gefällt mir nicht so gut, weil sich, ich weiß nicht, das liegt, wahrscheinlich ist das Make-up nicht für trockene Häutchen gedacht. Hier, das gefällt mir nicht zum Beispiel. Ja, man sieht eigentlich die trockenen Hautstellen sehr, sehr deutlich. So, jetzt werde ich versuchen, eine höhere Deckkraft zu erreichen, weil ich finde, die Deckkraft ist eher mittel, eine gute mittlere Deckkraft. Und laut Asam kann man die Foundation großflächig auftragen und verblenden, bis die gewünschte Deckkraft erreicht ist. Ich versuche es noch einmal. Also die Deckkraft ist okay für mich. Es ist eine gute mittlere Deckkraft. Ja. Also ich, von der Kraft finde ich das okay, aber vom Auftrag her eher nicht. Also es gibt für mich kein schönes Gesamtbild. Ja, ich versuche das nochmal so ein bisschen vielleicht aufzubessern mit meinen Händen. Okay, ich werde mich zu Ende schminken, das heißt, ich werde meine Augen schminken und so weiter. Und dann sehen wir uns nach einer längeren Tragezeit wieder, um einfach die Haltbarkeit zu testen.
verspätet. Wir haben jetzt 10 Uhr am Abend und ich wollte mich jetzt abschminken und vorher noch mein Fazit abgeben zu Magic Finish Silk Foundation Compact Foundation. Ich habe Besseres erwartet, ganz ehrlich gesagt, weil ich habe vorher diese Magic Finish Serum Foundation getestet. Die war super. Ja, also ich war von dieser Foundation begeistert. Aber die hat mich doch enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe auch erwartet, dass sie meine Haut geschmeidig hält, wie diese Serum Foundation. Sie heißt ja auch Silk Sensation Compact Foundation mit Hyaluron, Silk Touch Textur, Beauty Filter Effekt, Magnolienextrakt. Ich habe tatsächlich erwartet, dass sie fast den gleichen Effekt bietet wie die Serum Foundation. Vielleicht war das eine falsche Erwartungshaltung. Ich bin davon ausgegangen, dass die Haut dadurch geglättet wird, dass sie feucht gehalten wird, geschmeidig gehalten wird, und das hat sie leider nicht erfüllt, weil, wie man schon am Anfang gesehen hat, beim Auftragen hat sie sich in meine trockenen Hautstellen abgesetzt, aber mir kommt es vor, dass sie sich auf dem kompletten Gesicht nicht richtig verteilen ließ. Obwohl ich die Haut vorher eigentlich gut gepflegt hatte. Ja, also die Haut war vorher mit einer Pflege behandelt worden und sie fühlte sich geschmeidig an. Und dann habe ich ja die Foundation aufgetragen und die hat sich abgesetzt. Überall hier an den Wangen, hier unter dem Auge und hier in den Lippenfältchen. Das hat mir nicht gut gefallen. Die ließ sich nicht so gut auftragen. Nicht mit dem Pinsel, also gar nicht mit dem Pinsel. Das war irgendwie streifig. Und mit dem Beauty Eye auch nicht so gut. Besser als mit dem Pinsel, aber trotzdem eben nicht zufriedenstellend. Und wenn man jetzt vergleicht, vielleicht sieht man das in meinem Guckenspiegel. Also das Make-up ist runter. Viel sieht man davon jetzt nicht. Aber wenn ich das so im Spiegel betrachte, sieht man immer noch hier so die abgesetzte Foundation, wie sie auch am Anfang war, und der Rest ist verschwunden. Von daher bin ich doch enttäuscht von dieser Foundation, Compact Foundation, und ich würde sie mir für den Preis auch nicht mehr nachkaufen. Schade eigentlich. Perfekt aussehen in einer Minute. Bei dieser Foundation, Serum Foundation, ja, absolut. Bei dieser Compact Foundation eher nicht. Also ich würde sie nicht für trockene Häutchen empfehlen, vielleicht für Mischhaut, ölige Haut, aber nicht für trockene Haut. So, ich werde mich jetzt abschminken und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.